Hallo, hier wieder die Ur-Kids, diesmal mit nächsten Sonntagsvideo. Mr. Mosquito, wir sind heute mal das Nervigste, was man kennt im Sommer, am Abend, in der Nacht. Wir spielen einen Moskito. Welcome to the home of the Yamada family. Und nerven genau It's eine summer. einzige Familie. Do Du you hast like nur summer? vergessen, von Idosane Interactive Summer aus dem Jahre drives people 2002. crazy. And that makes them commit terrible acts. Ja, sobald man Take the startet, wird ein tiny bisschen was harmless erklärt. mosquito for example. Von der It Story. doesn't have enough time to do much. Ja, so. Mr. Mosquito, mal ein ganz anderes Spiel, denn wir spielen einen Mosquito, der eine komplette Familie nervt. Hier sehen wir unseren Mosquito. This is Rina's room. Rina is the daughter of the Yamada family. She went Es on a wird immer so school leicht trip today, erklärt, was and gerade she im sprayed Raum. herself with bug repellent. But that was some time ago, so it's likely to be wearing off in some places. Ja, dann You schlafen should wir set. mal rein. Im Grunde genommen, man muss Blut sammeln Move von der over, Familie. Dad. You're too close to me. It's so hot. Today. Isn't it the time of year to take a family picture? I've been looking forward to it. Ja, es hatte keine How about deutsche taking a picture of Sprachausgabe, just es war you and einfach Dad? I don't want to be Englisch. in it. Ja, gut. But what are you talking about? Why Aber not? ehrlich gesagt, bei dem Spiel ist es ja wurscht. I just don't see why we have to take the same old pictures year after year. We take a picture every year. That's enough of a reason. Look me up here, Kenichi. Why don't either of you want to be in this picture? It's such a pain. Let's not bother this year. It's because of me, isn't it? You don't want to be in the photo with me, do you? Camille. Okay. I want nothing to do with this. I'm going to my room. Das kann ja jetzt was werden. Bin ich ja richtig gespannt. Ja, man hat nämlich immer fixe Punkte an den Personen, die man dann, wo man stechen kann. Man muss sie auch stechen, ohne dass sie es merken. Okay. So. Okay. Ja. So. Das war das auch. Volle Bremsung, rückwärts, vorwärts. Natürlich, man darf uns auch nicht sehen. Wo ist, wo sind die Punkte damit mal? I wish there was something fun to do. Und wir können auch die Personen jeweils ablenken. Ah, warte mal so. Okay. Gas geben. Why? Why? What's that? Oh well.
und da sehen wir jetzt nämlich den ersten Punkt. Okay. Ernsthaft? Das war das Handgelenk oder so, gell? Mhm. So. Ah, verdammt. So, und jetzt wird er 3. Na. Rein und da oben sieht man es dann. Blutsaugen. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden, weil wir dann unten ist jetzt das eh Zeit zum Abhauen. Weil unten der Herzschlag, der Puls, zeigt nämlich an, wie wann die es merken, dass da überhaupt irgendeine Mücke oder irgendwas sitzt. Mhm. Aber die Musik passt irgendwie fast überhaupt nicht zu so einem komischen Spiel. Oh, du musst das wissen, du hast das ja damals gespielt. Ich hab's komplett durchgespielt, ich hab das ab und zu dann richtig sogar gefuchtet. Ja, machen wir mal das Licht aus. What? How was it the first time? Okay, ja, also ehrlich, ich hätte noch nie jemanden so ein Spielart. So ist einfach nur mal was komplett Schräges. Ja. What? Okay. Erwischt. Aber zu spät. Es wird dann von Stage zu Stage etwas schwerer. This is the Yamada storeroom. Rina's mother Kaneo is looking for their family albums. Da sind wir jetzt in der Abstellkammer. Ow, I feel so itchy. That's odd, because I had some bug repellent on. Rub some aloe vera on it. No way, it makes me feel sick. Don't be so silly, aloe works. Where were you bitten? It wasn't here, was it? I don't know. But if there's a mosquito here, you'll be next. You must be kidding. Super. What? That's right. I've been looking for something. What are you looking for? A
auf zum fröhlichen Stechen. Manchmal muss man sich auch wirklich an den unmöglichsten Punkten stechen, das ist schon... Okay. Ja? Sind das Insekten vor allem? Mhm. Ah ja. Das sind in der Moskitofalten. Let's see. Wo man am besten nicht reinfliegt. Did I throw it away? Ja, die hat mich entdeckt. Oh, oh dear. Somebody go! Kampf. Ha! Kann versuchen, die nämlich jetzt einen da zu erwischen. Ja. Hey. Man muss die Punkte erwischen, damit die aufhören, einen zu jagen. Okay. Auf geht's. Frage, was du sie jetzt da erwischen musst. Mhm. Ich sehe auch ehrlich gesagt jetzt keine Möglichkeit, irgendwie was ablenken. Von der Ablenkung her. The good old days. So. Normalerweise sieht man da immer irgendwo dann was, wo man es ablenken könnte. Die Lampe läuft? Oder hinten sind sicher zwei Dinge, die da runterhängen. Da. Ah! Die linke Wade. This isn't it. Jetzt vielleicht, du musst von der anderen Seite schon. Genau. Und wieder. Man darf auch nicht zu schnell und nicht zu langsam drehen mit R3. Weil sonst macht man sich wesentlich schneller dann auch. Wird man schneller entdeckt. Konnichiwa, so young. Schauen wir mal, was hinkriegen. Na komm. Ein bisschen noch. Yes. Remember, always try to keep things tidy. Okay. Ah, at last. Wenigstens waren zwei erfolgreich da jetzt. Einmal Sato, einmal der Stich. This is the living room. Ja, da holen wir uns noch den Vater. Look, look, I finally found those old pictures. I've been looking for them all day. You got them out again? You like doing that, don't you? You've got an insect bite, Mom. Look, it's swollen.
Oh dear. Rub some aloe on it. Hate it. I can't believe you, that's so unfair. You have to rub some aloe on it. Ja, der Vater wird ein bisschen problematisch, aber ich weiß, ich mich noch erinnern kann, hatte die Stelle nämlich unten an der Fußsohle. Mhm. All right, then. The next ja, die ist nicht gerade sehr leicht zu treffen. I won't say a word about it to your father. Der schaut gerade fern. Mhm. Really? Naja, und die Ladezeiten. Es war ja auch eins der ersteren Spiele, die auf der PlayStation 2 waren. Mhm. Three Tanks. Mhm. Sein Kopf. Was erwischt? Anscheinend nicht. I was just watching that. Doch. Was ist die linke Anzeige in der Tankanzeige da? Das ist das wie. Das ist die Auffälligkeitsanzeige, apropos, wir sollten auch. Man sollte jedenfalls in dem blauen Bereich bleiben, damit man nicht. Mhm. Zu extrem erkannt wird, weil man sieht es ja dann auch unten an dem Puls. Spiele sind eigentlich wirklich nicht ganz so einfach. Mhm. Ja, aber dafür, da das Setting mal was ganz anderes ist, man spielt einen Moskito, muss eine Familie quälen, ist das relativ lustig dafür. Du wirst immer höher. Hm? Na, kriegen wir es noch hin. Ja. You're really getting the hang of this. Keep it up. Nein! Oh mein Gott! Doch, doch! Ernsthaft jetzt, das ist. Ja, ist gut. Weil. Ich habe nicht. Weil. Es ist ein japanisches Spiel, mhm. oder? Japaner haben immer schon irgendeinen Hang gehabt, immer zu eigenartigen Spielen, ja, egal was. Ziemlich abstrakt und absurd. Ja. Das, ja. This time you are in the bathroom.
Rina is taking a bath, and so her blood circulation is good. She hasn't got any bug repellent sprayed on, and so this is an incredibly good blood-sucking opportunity for you. There is... Im Bad. Rina, it's time for your bath. I'm in the middle of watching something cool on TV. I'll take it later. Do you mind if your father gets in before you? Be right there. Rainer. Itchy. Hoppla. This feels so good. Mhm, noch. Mhm. Bis juckt. Ja, nur das andere Problem sind die Seifenblasen, die da rum. Die verraten nicht? Ja. Who is it? Wenn die platzen? Oh well. Okay, also ehrlich. Hm? Das Game ist ein wenig zweideutig. Ja, es tut mir echt leid, aber das Game ist ein wenig zweideutig. Na, es geht eigentlich darum, du bist ein Moskitomann und möchtest dann eine Mädchen beeindrucken und möchtest dir die ganzen Container als Liebesbeweis bringen. Mhm. I'm so bored. No. Sie ist recht gemein, nämlich mit dem. Hm? Wenn sie einen sieht, mhm, rennt sie nämlich, hat sie nämlich da die Brause in der Hand. Oh. Mit der Brause. Da ist nicht grad. Okay. Wir hatten die drei schon fertig. Okay. Hot water making you lightheaded? Was man auch noch machen kann, ist, wenn man einmal lustig ist, Farbe ändern. Okay. Ich würde sagen, mal mit dem. Ja, wie du möchtest. Also machen wir das mal. Ja, also Abschluss. Mit dem Video verabschieden wir uns mal wieder. Ja. Mit etwas, wenn komplett mal was anderem. Ja, war auf jeden Fall mal was anderes. Sieht man nicht alle Tage. Mhm. Also ehrlich gesagt, ja. Okay, ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja. Und hat euch Spaß gemacht. Das ist mal ein anderes Spiel gewesen. Dann lasst uns ein Like, einen Kommentar oder vielleicht ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt. Ja, wünschen euch in dem Sinne auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ja. Und bis zum nächsten Sonntag zu Retro Gaming bei Old Kids. Ciao. Ciao.